Oh nein, eine Schleife, guckt nur. Oh. Dann haben wir hier noch zwei neue Mascaras. Oh, das ist neu. Guckt mal, so ein Haarturban. Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir machen uns jetzt noch mal ganz schnell zusammen fertig. Und ich habe eigentlich mit euch heute vor... Oh, sehr lecker, Entschuldigung. Ich habe eigentlich mit euch heute vor zu putzen. Ich muss kurz zu Rossmann, also ein bisschen Live-Shopping. Und ich hoffe, wir können auch viel putzen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das alles so hinkriege, wie ich es mir vorgestellt habe. Genau, mein Kleiner hat heute nämlich recht lange Schule und da kann ich das alles mit euch eigentlich machen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir machen ja eigentlich alles, was uns Spaß macht. Putzen ist jetzt nicht so, aber ihr schaut ja gerne zu. Und ja, ihr habt ja gerade auch schon gesehen, wie dreckig mein Badezimmer ist. Wir machen uns jetzt aber erstmal fertig, weil ja, ich werde jetzt gleich nämlich auch meinen Sohn fertig machen und dann, ja. Da muss ich erstmal wieder nach Hause kommen, nachdem ich ihn weggebracht habe. Ja. So, ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei wart beim Fertigmachen. Das war jetzt nur ein ganz schnelles Alltags-Make-up. Hä? Bin ich blöd? Ja, irgendwie schon. Ja gut, also ich werde jetzt meinen Sohn wecken. Den hatte ich gerade schon einmal so ein bisschen angeweckt quasi und dann nochmal 5 Minuten schlafen lassen. Genau, den wecke ich jetzt. Wir machen uns für die Schule fertig. Dann werde ich euch jetzt erstmal nicht mitnehmen, weil ich nicht so gerne zeigen möchte und so. Und ja, jedenfalls sehen wir uns danach wieder, würde ich sagen. Ich wollte dann nämlich Brötchen holen für meine Mama und meine Schwester, die hat mich danach gefragt. Und dann muss ich mal gucken, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ich muss nämlich einmal zum Arzt ein Rezept abholen und eine Karte einlesen lassen. Und was musste ich denn nochmal genau zu Rossmann wollte ich? Da wollte ich nach dem neuen Kollagen-Make-up gucken, was ich bei Maxim in einem Video gesehen habe. Und
Dann habe ich noch von meiner lieben Blue Anime Cat, die hat mich angefixt mit diesem neuen hier. Ich habe die Mascara schon hier irgendwo davon, aber natürlich nicht greifbar. Doch, da. Von Maybelline gibt es auch diese Green Edition und sie hatte sich jedenfalls diese Öl-Foundation gekauft. Da gab es irgendwas in der Pipette und sie sagte, dass mir das wahrscheinlich gefallen wird. Und das wollte ich jetzt mal versuchen, ob ich das bei Rossmann kriege oder ob es das nur bei DM gibt. Und online bestellen wollte ich das tatsächlich nicht. Genau, da gucken wir mal. Ich brauche auch noch Rohrreiniger und irgendwas anderes noch, was ich schon wieder vergessen habe, wie immer. Wenn ich es mir nicht aufschreibe, na egal. Also wir sehen uns gleich wieder. So, hi ihr Lieben, aus dem Auto raus. Jetzt habe ich gerade meinen Sohn weggebracht und ich überlege jetzt gerade, es ist, ich sehe keine Zeit, aber es ist ungefähr 7:30 und um 8 macht Rossmann auf. Da könnte ich also gleich hinfahren. Ich fahre ungefähr 15 Minuten hin. Ich denke, ich werde da schon hinfahren. Dann habe ich zwar noch ein bisschen Zeit, bevor die aufmachen. Der Arzt macht erst um 9 auf und genau, dann kann ich ja gleich einfach mal noch, das müsste ich sowieso eigentlich viel öfter machen, Kommentare und Nachrichten beantworten, aber ich komme leider nicht so gut hinterher. Verzeiht's mir, ich meine es nicht böse. Und ich bin auch nicht so eingebildet, um zu antworten. Das ist einfach manchmal gar nicht möglich. Auf jeden Fall, diese Haare immer, ne? Ich hatte mir Haarspray benutzen müssen. Interessiert auch keine Sau. Ich werde da jetzt jedenfalls hinfahren. Ich wollte nämlich eigentlich erst noch nach Hause fahren, aber für eine Viertelstunde jetzt heimzufahren, ist auch bescheuert. Genau, ja, ich nehme euch mit und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Eine Minute, 37 Sekunden später. Alter, ist das ein Scheißteil. Meine. Oh, geht hier schon los. Ja. Ich bin jetzt angekommen, ich stehe vor Rossmann, die machen jetzt gerade auf. Ich werde jetzt aber noch mal ganz kurz zum Bäcker gehen, weil ich wollte eigentlich schon bei dem anderen Ort zum Bäcker gehen, weil meine Mama und meine Schwester ja Brötchen haben wollten und das habe ich irgendwie vergessen. Jetzt hole ich es hier schnell, ist der gleiche Bäcker zum Glück. Ja, da gibt es auch so einen leckeren Cappuccino, aber der kostet 3 Euro, Alter. Und dann gibt es da drin bei Rewe, also bei Rewe ist der Bäcker mit drin, da gibt es von Milka Jakobs irgendwie so ein Cappuccino, der schmeckt fast genauso und kostet 3,60. Da kann ich aber wenigstens ein paar Mal öfter von trinken, aber der hat leider auch keinen Milchschaum. Müsste ich mir selber machen, aber bin ich zu faul zu. Interessiert keine Sau. Ich gehe jetzt kurz Brötchen holen und dann gehen wir bei Rossmann rein. Ja, ich freue mich schon. So, auf geht's ihr Lieben. Hier ist es noch überall zu und ganz leer. Da. Los geht's. Hier haben wir jetzt einiges runtergesetzt. Boah, ich hatte das letztens aufgemacht. Das stinkt leider wie Sau. Möchte ich nicht nochmal haben. Oh. Ich glaube, die nehme ich von meiner Freundin nochmal mit. Die mochte die voll gerne. Hier ist auch einiges reduziert. Ich hoffe, hier kommt dann bald auch noch mal ein bisschen was Neues rein. Ihr hört gerade die Verkäuferin, die packen alle aus. Hier, das mochte ich ja auch recht gerne. Hab fast alle Backups aufgebraucht. Das war auch wirklich ganz schön, aber muss jetzt nicht noch mehr haben, glaube ich. Ich wollte eigentlich hier den Schadenlöscher mitnehmen, weil ich den letztens bei Tina Tequila gesehen habe. Aber ist der gerade leer? Ja, leider. Mano, meh. Ich
bin ja im Moment echt angetan von Pantene Pro V, möchte da unbedingt mehr ausprobieren. Ich hatte das früher immer schon, aber dann irgendwie eine Weile nicht. Elvital geht sowieso immer, ist immer richtig gut. Oh, was ist das? Das hier hatte ich übrigens auch schon, da hatte ich schon ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Bei mir hat das leider nicht gut funktioniert, weil da zu wenig Silikon drin ist, aber bei meiner Freundin hat das gut funktioniert. Oh nein, eine Schleife, guckt nur. Ah, ich sterbe. Ist das süß. Die sind ja auch ganz entzückend. Irgendwas brauche ich hier ständig, denke ich. Und dann vergesse ich es aber wieder. Die ist auch süß. Guckt mal hier. 3,49. So ein Schmetterling. Aber nicht heute. Aber gibt es in zwei Farben. Guck mal, so ein bisschen Rosé und Gelbgold. Oh, die nehme ich mit. Auf jeden Fall. Die male ich mir immer mit Nagellack an in der Farbe, wie ich sie brauche. Ja, die sind voll schön. Die sind ja auch süß. Oh nein. Aber sowas trage ich nicht. Nee. Okay, drei Packungen habe ich noch gefunden. Die nehme ich jetzt auch mit. Wie gesagt, male ich mir immer mit Nagellack an. Ist voll praktisch. Das hier wollte ich mir eventuell auch mal mitnehmen. Ich habe zwar so eins, aber von Revolution. Und da ist dieser Bereich so hart, aber das hier ist, glaube ich, zu wenig. Da macht man ja so Locken mit über Nacht. Ist eigentlich ganz schön. Ja. Oh, das ist neu. Guckt mal, so ein Haarturban. Gab es ja sonst immer nur bei DM. Im Duschgel gibt es ja das da jetzt neu. Aber ich mag Leo-Kram nicht so gerne. Weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das da, das sieht ja auch ganz süß aus hier. Ach, ach, und das hier ist neu, oder? Ich glaube, das hatte ich bei der lieben Nadja gesehen. Hier, die hatte ich mir ja letztens gekauft. Die finde ich echt ganz gut, aber man braucht auf jeden Fall ein Bürstchen zum Trennen. Ja, und ansonsten haben wir hier das neue Sortiment leider noch nicht offensichtlich. So,
sollte es hier noch Neuheiten geben? Ach nee, das war hier. Genau, deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen. Aber es sieht so aus. Oder doch, da ist es. Das wollte ich haben. Guck mal, hier haben wir so eine Kinderschminke. Lipgloss und Nagellack zum Abpeelen. Davon kann ich euch übrigens diesen Nagelhärter empfehlen. Da ist ja Formaldehyd drin, das funktioniert immer ganz gut. Und Lippenstift. Und ganz viele Geschenksets. Dann sind wir auch beim Make-up. Ach, da war ich ja eben schon zum Teil. Stimmt ja. Schaut mal, wen wir hier haben. Übrigens wunderschöne Produkte. Ich habe sie schon zu Hause. So schön. So, ihr Süßen, jetzt war ich ja gerade hier. Davon hatte ich mir jetzt zwei Farben mitgenommen, weil die, ich weiß nicht, konnte mich jetzt nicht entscheiden. Sieht beides ganz gut aus, man sieht beides nicht so. Guck mal hier, der ist so ähnlich wie der von Catrice. Eigentlich ganz schön, aber ich werde den jetzt nicht mitnehmen, ist mir zu glitzerig. Genau, dann haben wir hier ein paar neue Farben und hier hinten sind zwei neue Serien mit Niacinamid und Panthenol. Das würde ich mir theoretisch mitnehmen, ich habe noch so viel zu Hause. Primer sind auch neu aufgelegt. Einmal Oil Control und Anti-Red. Dann haben wir hier noch zwei neue Mascaras. Die sprechen mich jetzt aber beide nicht so an. Und natürlich die Limited Edition. Hier nochmal für die Herren unter euch. So ein paar Düfte, Pflegezeug.
So, bloß den Rohrreiniger nicht vergessen. Ich glaube, ich nehme gleich mal zwei mit. Hier haben wir auch die Adventskalender. So, die haben wir jetzt natürlich auch noch hier. Den wollte ich euch eigentlich auch auspacken, aber da kam ich leider zu spät, deswegen habe ich den nicht mehr hochgeladen. Der ist wohl nicht empfehlenswert. Den habe ich euch gezeigt, den auch. Der ist ganz süß, der kostet 20 Euro, das sind nur Badebomben, den hatte ich sogar mitbestellt. Aber ja, man sieht ja offensichtlich, was drin ist. Das ist aber eigentlich ganz süß, genau. Essi lohnt sich auf jeden Fall. Und hier gucken wir mal kurz hinten rauf. Vorsicht, Spoiler. Ja, also da haben sie dieses Jahr auf jeden Fall wirklich viele schöne Sachen reingepackt. Sogar ein Pinsel, Bodybutter, wirklich schön. So, hier nochmal schnell zur Übersicht, was ich jetzt alles mitnehme. Lohnt sich das für ein extra Rossmann-Haul? Ich weiß nicht. Vielleicht gehe ich nochmal kurz zurück und gucke nochmal bei der Schminke. Ach, guckt mal, hier hatten sie sogar noch neue Nageltrops. Da finde ich auch ganz cool. Dann ist hier noch so ein Multinail-Balm, das finde ich auch echt schön. Neue Plumper hier, das ist noch nicht da. Lipserum, okay. Die habe ich übrigens ganz oft von euch empfohlen bekommen hier. Ich nehme die mal wieder mit. Ich hatte die auch schon mal, aber habe ich auch sortiert, weil die zu alt war. Ja, gut, welche nehmen wir denn jetzt hier mal mit? Die sind ja beide zum Curl, ne? Make Lashes Curl Mascara und die Fantastic Curl Mascara. Oh, hoppa. Hier sind nochmal die Bürsten. Ich könnte auch einfach beide mitnehmen, aber es ist auch bescheuert. Ich nehme die jetzt gar nicht mit. Nee. Oder doch? Ach. Nee, nee. Läuft ja irgendwie immer so, oder? Ja, ihr Süßen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich glaube, irgendwas habe ich vergessen, aber mir fällt es gerade nicht ein, was. Ich bin gerade in der Spielzeugabteilung, ist eigentlich auch ganz schön hier. Ja, dann würde ich sagen, wir machen uns mal los. War auf jeden Fall schön, aber es war auch ein bisschen unruhig hier heute, weil die heute Ware verräumen, das wusste ich nicht. Aber müssen sie auch irgendwann mal machen, ne? Genau, da gehen wir zur Kasse. Eine Ewigkeit später. So, ihr Lieben, fertig sind wir. Ach Mensch, hier ist ja schon mein Auto. Guckt mal, ich habe hier... Könnt ihr das überhaupt sehen? Hier, ich habe jetzt ordentlich eingekauft. Das zeige ich euch aber alles nochmal in einem separaten Rossmann-Haul genauer, weil ich habe gerade doch noch ein bisschen was gefunden, weil ich meine Mama noch angerufen hatte, ob die auch noch was braucht. Und meine Schwester brauchte einiges noch. Genau, da fahre ich jetzt... Nee, da fahre ich jetzt gar nicht hin. Ich fahre jetzt erst zum Arzt und hole ein Rezept und bringe die eine Karte hin, genau. Und dann fahre ich erst zu meiner Mama. Ja. So, hält das hier irgendwie nicht so richtig? Bitte halte. Nee, das ist natürlich auch keine Karte. Hallo, das ist zu hoch. So, ihr Lieben, sag ich die ganze Zeit, ne? Genau, ja, hier machen hier jetzt gerade eigentlich die ganzen Läden auf. Hier ist noch ein Schuhladen und Hedi und Kick. Theoretisch würde ich reingehen und was suchen zum Dekorieren, aber genau, ich wollte ja auch noch mit meiner Mama eigentlich... Hoppala, ein Action-Live-Haul drehen. Das machen wir demnächst auch noch, aber hier geht es irgendwann nicht so gut, deswegen ja, verschieben wir das noch. Und es tut mir leid, dass ich mich heute ständig in der Kamera selber angucke. Eigentlich finde ich sowas immer voll unprofessionell. Genau, was ich übrigens jetzt öfter mal machen möchte, wenn ich Hauls mache, zumindest wenn es um Make-up geht und so, dass ich die Sachen öfter mal direkt ausprobiere, beziehungsweise euch eben Einblendungen mache, wie der Auftrag ist und so weiter und der erste Eindruck, weil das hat euch in dem letzten DM-Haul ziemlich gut gefallen. Da hatte ich das nämlich auch mit Wimperntusche und mit Maxims Produkten und so gemacht. Und da hatten viele geschrieben, dass ihnen das gut gefällt. Und ich finde das auch gut. Das hat zwar auch ganz schön lange gedauert vom Schnitt her, aber lohnt sich ja am Ende auch, ne? Ja, ihr Süßen, ich fahre da jetzt mal zum Arzt. Da darf ich natürlich nicht filmen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder.
So, da sind wir wieder zu Hause. Ich switch gleich mal zur anderen Kamera, damit das ein bisschen bessere Qualität ist. Außerdem, ich finde immer, ich sehe mit der iPhone-Kamera, ich liebe iPhone, ne? Aber irgendwie sehe ich da immer so, da kommen meine Augenringe immer voll raus. Da habe ich die vorhin abgeschminkt, das ist voll unfair. Nee. Hey ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Gerade hat es an der Tür geklingelt. Jetzt habe ich wenigstens noch mal was Interessantes, was ich euch zeigen kann. Ich habe nämlich bei, wie heißt es, Gender X Beauty oder Gender Beauty bestellt. Ich bin voll der schlechte Beauty-Influencer. Ich hatte nämlich gar nicht mitgekriegt, dass da was im Kommen ist. Und dann hatte meine Freundin, Blue Anime Cat, mir geschickt, dass sie da bestellt hat. Da dachte ich noch so, ja, was ist denn das? Keine Ahnung. Dann habe ich bei Netty, ich glaube, es war bei Netty, auf Instagram gesehen, was es dann ist und von wem das ist. Und dann dachte ich so, Alter, wie kannst du das nicht mitkriegen? Ich habe überhaupt gar nichts mitgekriegt. Aber ich habe dann natürlich auch bestellt. Und das möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Das ist von Marvin Magnificent, falls ihr den kennt. Ich gehe aber davon aus, der hat ja doch ordentlich Follower. Und ich denke, dass man das kennt. Oh, schaut nur. Also der hat ein bisschen Make-up rausgebracht. Und vor allem voll erschwinglich. Fand ich jetzt echt krass. Da waren jetzt eigentlich auch noch Wimpern. Ich glaube, eine Sorte für unten und zwei für oben. Da, ich weiß nicht, ich klebe leider nicht mehr so viel, weil ich sowohl Magneten als auch Eyeliner als auch ganz normalen Kleber irgendwie, also meine Augen hassen es, wenn da einfach ein Fremdkörper dran ist. Alles andere ist kein Problem. Egal, auf jeden Fall habe ich mir deswegen keine Lashes bestellt. Jetzt habe ich hier, oh, das ist so, oh Gott, das ist wunderschön. Das ist so total Fairytale-mäßig. Ich habe mir ein Pinselset für die Augen bestellt. Da freue ich mich auch sehr. Ich habe ja das von Alicia Marie so gern gehabt, beziehungsweise mag ich das immer noch. Und ich habe mir x Sets davon gekauft, als die rausgingen. Und dann gab es noch eine Palette. Ich bin gespannt. Die sah wirklich sehr gut aus. Wir gucken das jetzt nochmal eben zusammen an. Ich mache wirklich heute kein Putzen mehr. Sorry, dass ich das mit angeteasert habe, aber das war jetzt einfach. Ich glaube, das Video ist auch lang genug. Und dann machen wir den Putzvlog extra und dann könnt ihr das euch auch aussuchen, ob ihr das eine oder das andere schauen wollt. Wir gucken jetzt erstmal kurz das hier an. Und die ganze Kollektion heißt Actually Gorgeous. Und hier sind jetzt 9 Farben drin. Und oh ja, ich freue mich sehr, dass ich sie bestellt habe. Hier sind jetzt zum Beispiel hier oben 2 Topper drin. Die sind richtig, richtig krass. Ich mag sie gar nicht anfassen. Ich möchte euch auch gerne Swatches zeigen, aber wisst ihr, ich verlinke euch einfach das Video von ihm. Er hat die wirklich ganz toll geswatcht und also erst dachte ich so, nee, brauchst du nicht. Aber dann hat er sie geswatcht und das sah so schön aus. Und dann dachte ich, mit denen hier unten kann ich bestimmt auch gut spielen. Hier ist ja so ein Peach-Ton. Selbst wenn ich mir nur den manchmal aufs Lid gebe oder nur den. Komischerweise, gerade mit diesen Rosatönen, da kommt meine grüne Augenfarbe extrem raus, obwohl ich persönlich immer eher zu Peach tendiere, aber da kommt das Grün nicht so gut raus. Aber trotzdem finde ich es total schön. Ich freue mich sehr, es fühlt sich sehr hochwertig an. Die hat jetzt, glaube ich, 16 oder 17 Euro gekostet, glaube ich. Auf jeden Fall, als ich dachte, dass der was rausgebracht hatte, nee, als ich mitgekriegt habe, dass der was rausgebracht hat, dachte ich, dass die Palette mindestens 40 Euro kostet. Und das fand ich deswegen überraschend günstig tatsächlich. So, keine Ahnung, wie der das hingekriegt hat, aber ja. Hier ist jetzt jedenfalls noch ein Pinselset. Ich freue mich extrem. Ich liebe Augenpinselsets, weil ich da manchmal einfach das Gefühl habe, und das war bei Alicia Marie's, hier von BH Cosmetics, hier, die kennt man doch mittlerweile. Ich glaube, online gibt es die noch hier und da. Vielleicht sogar bei Pioche, falls ihr da einkaufen wollt. Genau, auf jeden Fall ist das einfach toll, weil die sind auch relativ klein. Und ich hoffe, dass das hier auch so ist. Die Tasche ist ja wohl auch super schön. Ja, ich habe übrigens mit einem 10% Gutschein eingekauft. Das war zur Newsletter-Anmeldung, falls ihr da auch kaufen wollt. Ich weiß, ich war jetzt einfach total neugierig und verfolge den auch schon länger. Und ja, oh nein, sind die schön. Ah, der Stil erinnert mich ein bisschen an manche von Essence. Die haben ja auch manchmal so... Nee, ich dachte gerade, aber so fein sind, also so gut sind meine Augen jetzt gerade auch nicht. Jedenfalls ist das, ihr seht ja schon, ein durchsichtiger Pinselstiel. Das haben natürlich alle und da drin ist so ein bisschen rosé-goldener Glitter. Genauso ist es natürlich auch hier. Ich finde das sehr schön, dass die Spitzen weiß sind. Wenn es hier auch dunkler ist, das ist total okay. Ich habe jetzt aber auch eine Weile nicht nachgeguckt, aber das gab es halt nie. Ja, jedenfalls, das ist schön. Das ist jetzt hier ein Blender-Brush. Die Haare fühlen sich ziemlich gut an, also jetzt nicht so extrem künstlich, sondern ziemlich buschig und fest und schön. Genau, das Design ist natürlich überall das gleiche. Ich weiß gerade nicht genau, wie das heißt, aber es ist so ein flach gebundenerer. Dann haben wir hier nochmal so einen feineren. Das finde ich auch sehr schön. Hier ist nochmal ein etwas, das finde ich auch richtig gut, so ein etwas fester gebundener. Mega, mega schön.
Hier ist ein kleinerer. Ich glaube, so einen feinen Blenderbrush habe ich auch nicht. Aber kann man immer mal gebrauchen. Ich gucke gerade schon die ganze Zeit rüber. Ich glaube, so einen feinen habe ich nicht. Und dann nochmal ein fester gebundener, wo man wahrscheinlich auch dann so ein bisschen mehr Pigmente. Pink. Ich kann heute nicht sprechen. Wie wird denn das noch, wenn ich gleich noch Videos drehe hier? Naja, jedenfalls freue ich mich extrem. Voll cool, dass er was rausgebracht hat. Und diese Tasche. Guckt euch das an, das ist so schön. Oh Gott, mir geht gerade richtig das Herz auf und ich habe sogar Gänsehaut, die ihr gerade nicht sehen könnt, weil ich meinen Ärmel nicht weiter hochkriege. Ja, gut, dann konnte ich euch das wenigstens noch zeigen. Voll schön, ich freue mich total. Genau. Ach, ist einfach so schön. Ja, falls ich irgendwie ein Bild mit Swatches im Internet finde, blende ich euch das nochmal ein. Ich bin gerade, ich will das noch nicht anfassen. Nein, das muss noch ein bisschen neu da liegen. Ich weiß nicht, vielleicht verstehen das ja manche von euch. Ich werde das benutzen, auf jeden Fall. Aber nur vielleicht ein, zwei Tage noch warten. So, genau. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, habt ihr gerade schon gehört, überlegt, dass ich, wie gesagt, später putze in einem extra Video. Und ich werde jetzt einfach schnell im Anschluss, aber auch in einem anderen Video, den Isana, nein, da steht Isana, ich bin so ein Trottel manchmal. Ich werde den Rossmann Hall jetzt eben einmal schnell separat abdrehen. Dabei könnt ihr noch kurz zugucken und ja, sorry fürs Hin und Her heute, aber so ist es nun mal manchmal. So, ihr Süßen, ich dachte, wenn ich jetzt gerade sowieso noch mal was aufnehme, kann ich euch ja noch mal zeigen, wie das hier eben so aussieht. Also da ist immer mein Computer, da ist ein Hintergrundbild von meinem Sohn, deswegen sieht man den nicht ganz. Dann ist hier oben ein Mikrofon, genau, das hat ja eine Zeit lang immer recht komische Geräusche gemacht, weil das hier direkt an dem Tisch festgemacht, weil jetzt habe ich es aber an dem Tisch und dann gibt es dieses Geräusch nicht mehr so wieder, genau. So, dann ist da meine Kamera, da drauf ist auch noch mein Mikrofon, das hatte ich früher immer benutzt, aber das ist jetzt quasi nur noch Reserve, ich nehme dann lieber das hier und das ist quasi mit dem Laptop verbunden, damit das eine Audiodatei separat aufnimmt und ich das dann später mit der Videodatei in meinem Schnittprogramm zusammenfüge, genau. Dann habe ich hier noch zwei Lichter stehen, auf dem Tisch hier ist das absolut unordentlich von heute früh, genau. Da seht ihr mich. Hier habe ich jetzt mein Zeug. Das Handy schließe ich jetzt gleich noch ganz kurz hier vorne an. Das hängt da immer und ist quasi über, ich glaube, Bluetooth oder Internet mit der Kamera verbunden. Und dann, dann nehme ich auf. Das ist ganz schön umständlich mittlerweile. Am Anfang war es einfach nur eine Kamera, da oben drauf ein Mikrofon und dann geht's los. Und ja, aber diese Qualität von diesem wunderbaren Mikrofon, oh, das ist einfach herrlich. Ich liebe es. Das ist einfach schön. Genau, auf jeden Fall fangen wir jetzt an. Ihr könnt noch kurz zugucken und dann rede ich nochmal mit euch. Ja, das tue ich. Ich labere euch zu Tode. Aber ihr seid doch hier, um zu Tode gelabert zu werden eigentlich. So, ihr Süßen, danke, dass ihr bei meinem Live-Haul und Laber-Video mit dabei wart. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde da jetzt im Hintergrund nochmal schnell gleich in einem separaten Video, wie gesagt, aufnehmen. Ich wiederhole mich ständig, ne? Sorry. Auf jeden Fall wollte ich mich jetzt nochmal verabschieden und ich wünsche euch einen schönen Tag und vielen lieben Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.